So, hier bin ich. Bereit für eine Prüfung? Bei dieser Prüfung musst du Graser mit Sprengdrähten erlegen. Aber dazu brauchst du die Carter-Stolperfalle und Munition. Mein Freund hier verkauft das vielleicht. Ich muss allmählich los. Ich werde hier sein, wenn du dich prüfen willst. Komm schon. Immer schön leise.
Ich kann es noch schaffen. Licht.
Der schnellste Weg nach unten. Kleine zähe Pflanze, du wirst mir sicher helfen.
gibt es nichts zu sehen. Ich hätte getroffen. Hier verpasse ich eine Abreibung. Keine Gnade. Du bist Geschichte. Mich nicht durch.
wirst mir sicher noch nützlich sein. Das nehme ich lieber mit. Hier wirst du keinen Ruhm finden, Fremde. Nur Kälte und... schon seit Ewigkeiten gleich und es hat allen gefallen. Warum? Lautloch, durch die Flut zum Schweigen gebracht. Der Langhals bei den Frostfingern verdient etwas Besseres, als irgendwelchen Idioten angeglotzt zu werden. Muss die Ruine sein, die Laulei erwähnte. Lautloch.
Und geflutet, wie sie sagte. Schnappmäuler sind bestimmt von flussaufwärts gekommen. Folgt dem Fluss, finde seine Quelle. Scheint einfach zu sein. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Müssen die Eisfallen sein. Der Schamanenpfad beginnt irgendwo weiter oben. Die Quelle des Wassers sein. Das könnten die Alten gebaut haben. Tja, da wollte wohl jemand rein. Hat fast den ganzen Sims weggeblasen, nur um durchzukommen. Überflutung erkannt. Evakuierung empfohlen. Überlaufbecken beschädigt. Das Überlaufbecken? Ist das das Loch? Sieht wie eine Schaltstelle aus. Was ist hier passiert, dass das Wasser wieder läuft? Was zu sehen. Dieser Raum scheint voller alter Dinge. Noch ein holographisches Interface. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Zuflusssturmfehlfunktion. Drainagesystem offline. Das heißt bestimmt nichts Gutes.
ziemlich starke Strömung. Hier kann ich auf keinen Fall schwimmen. Steht wohl unter Wasser. Was ist das passiert? Jemand ist hier gewesen. Ist doch noch nicht mehr hier. Ich habe mich irgendwie eingesperrt. Das ist die perfekte Geht es dir gut? Du weißt nicht, wie sehr ich mich jetzt freue. Ich dachte schon, mein Feuer wäre erloschen. Meine Schmiede erkaltet. Aber nein, nein, nicht der alte Gildon. Dann bitte. Warte. Nochmal von vorne. Was tust du hier unten? Entschuldigung. Wenn man mit sich selbst spricht, kann man die Reihenfolge beliebig abändern. Da ist ein Artefakt in dem Lagerraum und ich muss es einfach haben. Doch wie du vielleicht merkst, geht die Tür nicht auf. Ich habe eins von diesen rundlichen, ringartigen Dingstars von der Wand genommen. Kein Glück. Also habe ich es mit diesem Knopf versucht. Noch weniger Glück. Durch meine sanften Versuche lief die Kammer dann voll. Ein bisschen. Ich drückte den Knopf nochmal, vielleicht zu enthusiastisch. Funken und Rauch. Offenkundig kam ich zum Forschen her. Meine sachten Schritte auf der Brücke haben vielleicht zum Einsturz beigetragen. Als die Brücke zusammenbrach, habe ich möglicherweise aus praktischen Gründen dieses Ringding dem Wasser überlassen. Als ich bereit war aufzugeben, war die Tür hinter mir geschlossen. Und daher sind wir wieder im Jetzt angelangt. Du sagtest etwas über ein Artefakt? In der Tat. Der Lagerraum quillt nur so über vor Schätzen der Alten. Aber einer sticht besonders heraus. Ein filigranes Spiegelglas. Ich habe so etwas nur einmal gesehen. Meine Mutter brachte eins mit aus dem Ort, wo sie gewesen war. Ich weiß noch, wie ich es hielt und hineinschaute. Mich sah und meine Mutter gleich über mir lächelnd. Und eins dieser Spiegelgläser ist im Lagerraum? Oh, ja, ziemlich sicher. Ich spähte in diese dunkle kleine Kammer und da war es. Ich wollte schon so lange eins finden, ich... Ja, diesmal ist es eins. Ohne noch einen Ring kommen wir auf keinen Fall in diesen Lagerraum. Er gehört zum Schließmechanismus, der die Tür steuert. Was du nicht sagst. Na, das ist doch großartig. Fabelhaft sogar. Du hast zwei Hände. Ich hab zwei Hände. Perfekt. Die Retterin, meine Rettung. Und wenn du magst, warum nicht? Natürlich. Meine Komplizin. Gemeinsam ist der Ring schon fast unser und mit ihm der Lagerraum und seine Beute. Ist dir der Ring nicht ins Wasser gefallen? Tja. Ich gebe zu, das sorgt für eine bisher unbekannte Komplexität unseres Vorgehens. Du hast den Knopf gefunden, der die Wasserzufuhr steuert. Reiner Zufall. Und ihn dann zerstört. Auch reiner Zufall. Das Bedienfeld ist wohl die einzige Möglichkeit, das hier abzuschalten. Das wird nicht einfach. Der Lagerraum ist voll. Von oben bis unten. Wärst du überrascht, dort zu finden, was du brauchst? Ich wär's sicher nicht. Also,
Wir müssen den Ring ersetzen und in den Lagerraum kommen. Ich repariere das Feld und schalte alles ab. Und ich kann endlich dieses Spiegelglas an mich nehmen. Okay, Gildun. Wie kommen wir an diesen Ring? Zwei Paar Hände, Mädchen, zwei Paar Hände. Hinter uns liegen zwei gigantische Tore, doch ich glaube, sie müssen zeitgleich geöffnet werden. Zusammen können wir diesen Ort trockenlegen. Dann sollten wir damit anfangen. Sollten wir besser. Da vorne, Kleine, siehst du die Ventile? Wird Zeit, dass wir loslegen. Ich übernehme das hier. Auf der anderen Seite ist ein Ventil, das das Tor einrastet. Könntest du vielleicht rübergehen und das übernehmen? Ich glaube, weißt du, das erinnert mich an ein Abenteuer von mir nahe des Anrechts. Eine steinerne Ruine, baumhoch und bergfrei. Der Koloss hatte 13 Ebenen und keine Wände. Nur große Säulen. Das Gewicht der Ebenen ist hoch. Und heute, mit unzähligen dieser großen, verrosteten alte Welt, du weißt schon, sind die Räder. Ich habe hunderte dieser Wachen und nichts außer Vogel. Abgestandenes Badewasser. Reizend. Ich wusste es. Und jetzt dreh ordentlich am Ventil. Geht klar. Noch ein wenig und das verflixte Tor müsste sich endlich bewegen. Ja, das Tor müsste jetzt runter können. Du hast recht. Wenn ich das Tor runterkriege, musst du das Ventil wieder drehen. Somit das Teil einlassen. Ein Tor unten. Schon halb geschafft, oder? Zum zweiten Tor. Eine Leiter ist was sehr Besonderes, Kleine. Sie wird dich genau dorthin bringen, wo du hin musst. Und kein Stückchen weiter. Ich wette, das Ventil für das zweite Schleusentor ist irgendwo oben. Aber wie kommen wir da bloß hinauf? Ich sehe mich mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich was. Ich glaube, von hier erreiche ich die wackelige, rostige Plattform. So geht's vielleicht rauf. Netter Sprung! Nett! Was sag ich da? Das war umwerfend! Ich hab noch nie solch todesverachtenden Wagemut gesehen! Danke, glaube ich.
direkt über mir. Schick mir die Leiter runter. Vorsicht da unten. Wir haben doch schon Erfahrung damit. Das sollte ein Kinderspiel sein. Übernimmst du das Ventil auf der anderen Seite? Wenn es auf der Seite genauso ist, sollte hier ein Zugangstunnel sein. Gildon? Okay, Gildon, du kannst drehen. Es funktioniert nicht! Mist, das Ding ist zu schwer. Schau mal bitte hinter mich. Siehst du was Großes und Kaputtes? Ein Teil des Gegengewichts scheint abgebrochen. Wenn ich hochkomme, reicht vielleicht mein Gewicht, damit es sich wieder bewegt. Warte, okay? Ich habe einen Plan. Ich muss noch höher. Ich könnte am Wrack hoch. Was anderes fällt mir nicht ein. Ich kann nicht direkt aufs Gegengewicht springen. Ich könnte hochklettern und rüber.
Gut, der Ring. Vielleicht, wenn du sein Maul aufdrückst und einfach hineingreifst. Ich kann's nicht. Du hattest recht. Das Teil hat den Ring verschluckt. Das ist die Gildun-Intuition in Aktion! Sie lässt mich nie im Stich. Ja, manchmal ist der Weg recht umständlich, aber... Ach, egal. Zum Lagerraum. Zur Beute. Oh, was ist hier? Mehr Schätze der alten Welt? Ein Ort voller Überraschungen? Wollen wir nachschauen? Rohre, Ventile. Okay, ich muss das Wasser richtig umleiten. Ich sag das als Mann, der sonst von komplexen Dingen fasziniert ist, aber das könnte zu schwer für mich sein. Keine Sorge, ich krieg das hin. Musik in meinen Ohren. Für jede Arbeit das richtige Werkzeug. Man sollte keine Spitzhacke zum Schrauben benutzen. Einen sachkundigen Verstand. Ein geschickter, nuancierter Verstand. Ich nicht, freilich nicht der alte Kind. Irgendwas stimmt nicht. Eine Menge Geduld, oder? Leider habe ich die Rastlosigkeit meiner Mutter geerbt. Auf dem richtigen Weg. Du arbeitest schon eine Weile dran, aber ich darf ja nicht meckern. Hab mal einen halben Tag mit einem Katscha-Rätsel verbracht. Das Wasser fließt. Nur nicht, wo es hin soll. Nicht ganz richtig. Thank you.
Es gibt kein Rätsel, das du nicht enträtseln kannst, habe ich recht? Die Tür ist offen. Die Überschwemmung muss sie versperrt haben. Hier geht es wohl weiter nach unten. Zu Gildon. Riecht wie ein Schmiedemorgen im Anrecht. Hey, wie wär's damit? Wir könnten auf dieses Rohr klopfen und... Können wir das samplen oder... Klar, zum Beispiel nach dem... Oh, sorry. Einen Moment. Laura? Ich brauche eine Pause. Laura? Na, sieh mal einer an! Du hast den Ort trockengelegt. Diese Ruine birgt vielleicht noch weitere Geheimnisse. Natürlich, der Lagerraum wartet nur noch auf uns. Ich freue mich! Fast geschafft! Bald halte ich wieder das Spiegelglas in meinen Händen. So wie früher mit Mutter. Schlossposition. Praktisch. Was? Was machst du denn da mit deinen Händen, Kleine? Nicht, das hat geklappt! Und ich dachte schon, du hast jetzt den Verstand. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ich meine, wo ist der? Wo ist der hin? Das war's. Wir können noch was. Zweimal zusammenspielen? Nee, Scherz. Abschiedstour. Reunion-Tour dann in 6 Monaten. Machen Bands verständig. Für unsere treuen Fans. Kontakt zu halten ist nicht schwer, Shelly. Wir könnten im Holoraum proben. Das sagen sie immer. Gildon? Ist alles okay? Ich war mir da so sicher. Das Spiegelglas, ich war so sicher. Genau da im Fenster war es. Natürlich. Eine Täuschung, überhaupt nichts. Tut mir leid, Gildon. Es hat dir wohl viel bedeutet. Ach, ja. Genauso viel wie jedes Artefakt der Alten mir bedeutet. Ist gut, na, schon gut. Außerdem, was ist Beute im Vergleich zum Abenteuer? Darum machen wir es, Kleine. Abenteuer, nicht die Scherben. Und was für ein Abenteuer. Oh, bei der großen Schmiede, ich werde es nie vergessen. Also dann, ich glaube, wir haben Reparaturen vor uns.
Oh, das ist doch schon viel hübscher, oder nicht? Was bedeutet das? Na, dass es geklappt hat. Bei der Schmiede! Du bist unglaublich! Hörst du das häufig? Ich vermute mal schwer, ja. Ich hab sowas schon ein, zweimal gehört. Oh, sie ist bescheiden. Meisterin der Künste der Alten, Stöberin, die das ganze Anrecht erblassen lässt. Und sie ist bescheiden. Ich hab das nicht allein gemacht, Gildun. Nein. Nein, vermutlich nicht. Was machst du als nächstes? Gehst du zurück zum Anrecht? Und den Menschen von Sangesgrund diese Geschichte vorenthalten? Nie im Leben! Ich bleibe noch etwas länger. Jeder Beteiligte sollte die Geschichte erzählen. Kommst du mit und hilfst mir, ja? Überlaufbecken leer. Innenraum zugänglich. Minimale Flutschäden. Das Becken ist wohl auch ausgetrocknet. Ich sehe es mir mal an. Direkt noch ein Abenteuer? Du bist mutiger als ich, aber das überrascht mich nicht. Wasser sinkt. Und dem Klang nach zu urteilen, ist Laulei bereits am Loch.